Liebe Freunde, hier ist euer Steinwallen. 1565 haben wir es inzwischen und Runde 333 ist jetzt zu Ende. Wir beginnen die nächste Runde. Und ich bin gespannt, ob wir ja am Ende dieser kleinen Staffel, die mit dieser Folge wie immer zu Ende gehen wird, ob wir den Bau der ersten Stadt hier schon erleben werden. Der Siedler ist immerhin schon hier am Mittagsee. Wird vielleicht jetzt auch noch... Nee, wird nicht mehr vordrücken. Ich weiß gar nicht. Könnte knapp werden. Die Runden dauern ja jetzt logischerweise immer länger. 1570 haben wir es. Okay, wie geht's weiter? Es geht weiter mit Erkunden im römischen Territorium. Oh, die Römer sind aber hier noch nicht so weit vorgekommen. Sehr schön, wir kommen hier tatsächlich noch etwas ins Landesinnere voran. Erfreulich. Hier müssen wir allerdings den Rückweg gehen. Da kommen wir nicht mehr vorbei. Das können wir erstmal so machen lassen. Und wir sind endlich hier angekommen und wollen hier unsere Festung errichten. 17 Runden dauert das, ehe die Ordensburg fertig gebaut ist. Aber dann ragt sie hier stolz ins Abendmeer hinein. Und der Bogenschütze ist aber schon mal da. Das ist ja schön. Und der beaufsichtigt gewissermaßen schon mal die Bauarbeiten und wird hier schon direkt in Bereitschaft gehen. Prima. Ja, wir könnten ihn ja auch noch... Naja, wir lassen ihn mal so aus nostalgischen Gründen als Bogenschützen. So, ich denke, Handelsposten, Mine scheint mir wichtiger zu sein. Also Mine. Und hier ist die Vorhut für die kommende Stadt angekommen. Wir beginnen gleich mal mit dem Trockenlegen. Aber vielleicht, nee, vielleicht bringen wir hier, ich glaube, da kriegen wir dann mehr Nahrung, wenn wir eine Farm drauf bauen, weil das am Fluss steht. Ein Missionar ist zu bewegen. Der wird hier geparkt. Oh, es geht schon wieder in die nächste Runde. Nee, geht es nicht. Die wollten wir ausheilen lassen und dann als Begleitschutz, aber eigentlich gibt es hier auf dem Weltmeer kaum noch Gefahren, muss man sagen. Lohnt es sich überhaupt, dass wir hier noch manuell aufklären? Eigentlich erwarte ich keine großen Überraschungen mehr. Ich glaube, wir machen das nächste Mal mal irgendwie eine Automatisierung. Wittenberg steht unter dem Schutz. Von Siam. Kann man schon sagen, unseren Freunden, unseren nupistischen Freunden, ich weiß nicht so recht. Noch ist es immer recht martialisch, was die an unserer Grenze treiben. Aber gut, die Entwicklung ist dann doch eher... positiv. So, wir werden jetzt hier automatisch erkunden. Das müssen wir jetzt nicht mehr selbst erledigen. Wir können in Düsterwacht ist der Kornspeicher beendet. Oh Gott, hier ist ja wirklich eine erbärmliche Produktion. Wir brauchen dringend als nächstes mal eine Karawane, die Produktion hierher bringt. Was bauen wir denn jetzt als nächstes? Als nächstes, denke ich, bauen wir den Tempel. Wie sich das gehört. Und hier gehen wir weiter. Oh, ein Barbarenlager haben wir entdeckt. Das ist schlecht. Die könnten uns hier so richtig fertig machen. Das ist ja ein Ding, das Rom zulässt. Ungewöhnlich. Wir verschwinden mal. Und hier wollten wir den Sumpf trockenlegen. Und nun nächste Runde? Nein. Wie immer noch nicht. Noch gibt es Einheiten. Ein weiterer. Jetzt bin ich ein bisschen verwirrt. Der Bautrupp, für wen war der denn jetzt gedacht? Haben wir jetzt aus Versehen... Hä? Hier steht ein Bautrupp. Haben wir jetzt irgendwas Falsches dahin geschickt? Oder der Bautrupp hierfür? Ach nee. Ich weiß es nicht. Der Bautrupp da ist auch da. Ich bin jetzt verwirrt. Haben wir einen Bautrupp zu viel? Können wir... Ach, nein, das ist der Bautrupp, der die Straße beendet hat.
Alles klar, die Straße von Delphi ist jetzt abgeschlossen, kostet uns viel Geld. Aber es war der Wunsch der Edlen von Byzanz, dass wir das bauen. Und wenn ich es richtig sehe, sind wir aber hier komplett ausgebaut. Also hier können wir nichts mehr bauen. Wir könnten ihn hier nochmal zurückschicken nach Delphi. Ja, man könnte hier noch Minen bauen. Das ist das Einzige, was mir einfällt. Ich weiß aber nicht, ob das sinnvoll ist. Aber in Philadelphia ist er doch vielleicht besser. Da kann man nämlich noch mehr bauen. Zum Beispiel hier noch einen Bauernhof. Und da oben ist auch noch was möglich. Ja, das scheint mir jetzt die bessere Wahl zu sein. Hier kommen wir mal wieder nicht weiter. Aber wir können vielleicht einen kleinen Umweg machen. Und jetzt gehen wir in die nächste Runde. 336 kommt. Ja. Wenn wir in dem Tempo weitermachen, dann... Oh Gott, was ist hier los? Was für Manöver. Auch die haben natürlich schon Musketiere. Glück. Ein gutes Bankkonto, eine gute Köchin und eine gute Verdauung. So, sehr schön. Jetzt können wir Folgendes tun. Wir können Banken bauen, was plus 25% Gold bringt. Das ist eine Menge. Dann können wir die verbotene Stadt bauen, aber die ist schon gebaut worden. Ach ne, das braucht man für das nächste Wunder. Das ist schon gebaut worden. Gendarmerie. Senkt die Diebstahlrate feindlicher Spione, während der Hauptstadt durchaus auch was. Und wir können einen Handelsweg bauen. Das ist gut. Und da werde ich jetzt auf jeden Fall als nächstes eine Karawane bauen. Mal gucken, wo das möglich ist. In Delphi. Ja, warum nicht? Bauen wir die in Delphi. Warum nicht? Und da würde ich nämlich Produktion von Konstantinopel nach Düsterwacht bringen. Das ist der Plan des Ganzen. Wir müssen auch die nächste Technologie erforschen. Und jetzt ist die Frage, gehen wir jetzt doch erstmal auf Nummer sicher und auf Schießpulver oder gleich weiter hier diesen Weg? Jagdlager, Windmühle oder Architektur. Das sind alles Wunder. Aber Wunder ist, ich weiß gar nicht, Taj Mahal ist, glaube ich, noch nicht gebaut. Bin mir ganz sicher. Das ist natürlich auch eine Option, dass wir wieder ein paar neue Wunder bauen können. Liegt auch ganz in unserer Linie. Ich denke, wir gehen in Richtung Architektur. So, die Stallungen sind hier beendet. Sehr schön. Dann denke ich, werden wir die Werkstatt jetzt hier bauen. Wir brauchen hier immer noch mehr Produktion. Ein Bautrupp ist fertig geworden. So, was können wir denn hier machen? Ah ja, hier unten sind wir im Bereich, ich weiß gar nicht, ist der See, speist der dann auch den Bauernhof mit Süßwasser? Bin ich mir gar nicht so sicher. Wenn dem so wäre, würde ich das mal probieren. Wir gehen mal hin. Und das sehen wir dann erst in der nächsten Runde. Hier wollten wir fliehen, mehr oder minder, vor den Barbaren. Vielleicht wird Wittenberg... Ja, dafür sorgen, dass das Camp weggeht. Sonst traue ich mich da kaum vorbei. Aber wir kommen auch sowieso hier nicht viel weiter, weil hier sind schon die Holländer. Ich glaube, wir kehren dann um und werden uns nochmal diese letzte Ruine da anschauen, die wir da oben entdeckt haben. So, hier ist zumindest schon mal der Bautrupp da. Und auch er wird hier am Fluss den Sumpf erstmal trockenlegen. Wir gucken gleich mal, wie weit die Siedler sind. Der Siedler ist jetzt auch bereit. Oh, jetzt geht es aber Schlag auf Schlag. Der kann jetzt hier hin und ist auch in 4 Runden da. Sehr erfreulich. Das heißt, wir gehen in die nächste Runde. Natürlich noch nicht, aber ich gucke jetzt mal neugierig. Wo ist der Siedler? Der Siedler ist hier. Ja, na, ich denke mal, so 3 Runden wird er auch noch brauchen. Hier wollten wir... Tja, wie sieht's aus in Philadelphia? Wir haben eigentlich... Die Stadt ist riesig und sie hat viel Nahrung. Ich meine, wir könnten mal zur Abwechslung in der Tat einen Handelsposten bauen. Die Stadt produziert allerdings nicht besonders viel Gold.
Insofern sind... Na gut, das ist ein Argument, das zu machen. Machen wir der Abwechslung halber. Gut, nächste Runde. Ja, jetzt geht's los. Die Inkas sind am Zuge. Die Sixtinische Kapelle wurde von Caesar vollendet. Dafür hat er noch Zeit, obwohl er im Krieg ist. Scheint sich ganz gut zu wehren zu können. Oh, jetzt können wir mal ein bisschen verfolgen, wie hier... Was war das denn? Das waren doch Speer von irgendeiner anderen Nation, oder was? Ist ja verrückt. Knallhart erstmal weggebombt. Aber um die Barbaren kümmern sie sich nicht. So, jetzt ist hier viel möglich. Erstmal Kauf mit Glauben. Das machen wir natürlich. Der nächste Missionar ist dran. Das haben wir erledigt. Dann haben wir eine Einheit, die wir in Philadelphia gebaut haben. Fernkampfstärke gegen Einheiten in offenem Gelände. Ich guck mal, wie sieht es hier aus. Tja, wenn Bedrohung kommt, wenn von Süden ist, dann wird es eher offen sein, wenn wir den Sumpf erledigt haben. Ich glaube, wir nehmen Genauigkeit. Gut, das haben wir. Hier wurde... Okay. Der Silberhandel mit Pakatkutet oder wie er auch immer heißen mag, der ist beendet. Das müssen wir uns mal gesondert angucken. Das heißt, wir haben, glaube ich, wieder ein Silber frei zum Handeln. Mal sehen. Zürich glaubt, dass wir von einem Handelsweg profitieren können. Okay. Das würde uns dann sofort wieder zu Verbündeten machen. Ist natürlich nicht besonders profitabel, muss man mal so sagen. Weiß ich nicht, ob wir das unbedingt wollen. Die Sixtinische Kapelle und in Philadelphia wurde der Armbrustschütze beendet. Hier können wir jetzt was anderes Hübsches bauen. Zoo, Gendarmerie brauchen wir, glaube ich, hier auch nicht. Bank ist hier auch nicht so toll. Garten, Generierung von Größen, Persönlichkeiten. Was bauen wir denn hier? Brauchen wir Plätze für ein weiteres Literaturwerk? Erscheint mir nicht so sinnvoll. Garten wäre vielleicht anständig. Was wären denn hier? Oh ja, hier wären zwei. Oder eine Waffenkammer. Hier bauen wir auch ab und zu mal Einheiten. Ich glaube, wir werden mal hier auf Waffenkammer gehen. Da kriegen wir noch mehr Erfahrung. Machen wir das mal. So. Und hier wollten wir... Ja, hier gibt es plus zwei Nahrung. Sehr gut. Dann ist der Bauernhof hier die richtige Wahl. Ja, und hier war das Ziel, dass wir einfach direkt mal hier hingehen. Um uns die Ruine zu sichern. Noch die letzte vermutlich auf der ganzen Welt. Und wir sind hier immer noch am Erkunden der römischen Grenzen. Hier ist echt ganz viel unbesiedeltes Land noch auf diesem Kontinent. Enorm. Hätte ich nicht gedacht. Hätte ich nicht gedacht. Die sind ausgeheilt. Die werden jetzt hier die... Naja, die Siedler begleiten. Ist vielleicht ein bisschen zu viel gesagt. Wir werden einfach mal hierhin fahren und dort die neu entstehende Stadt irgendwie so ein bisschen mit absichern. So, hier wird der Sumpf trockengelegt. Hier haben wir sehr schön für Nahrung gesorgt. Und was machen wir jetzt? Polzen wir den Wald hier ab? Wie sieht's denn aus? Die Stadt hat tendenziell eher wenig Produktion, wie mir scheint, und viel Nahrung. Vielleicht bauen wir doch erstmal ein Sägewerk. Ja, hier kommt sehr viel Nahrung. Oh ja. Lasst uns erstmal ein Sägewerk bauen. Können wir jetzt noch gar nicht. Ich hoffe, ich merke es mir. Ein Frachter muss wieder neu ausgesendet werden. Ja, jetzt die Frage. Zürich. Wollten die jetzt einen Land- oder Seehandelsweg? Wollen wir das machen? Wir bekommen Porzellan.
Wir gucken mal ganz kurz. Porzellan bekomme ich aber schon woanders. Dafür ist es nicht wert. Pelze kriegen wir auch vorher. Und wir bekommen 3 Zufriedenheit. Das ist natürlich nett. Ist uns das so wichtig? Das war, was war das überhaupt für ein Handelsweg? Oh, das war Produktion nach Heliopolis. Braucht das Heliopolis jetzt noch? Ich glaube, ja. Das mache ich doch lieber weiter. Das ist mir wichtiger. Dass wir diese Stadt hübsch entwickeln. So, was haben wir jetzt hier? Achso, der Armbrustschütze, der muss bewegt werden. Den wollen wir hier in die neue Stadt. Er kommt etwas zu spät, aber ich glaube, die Stadt ist nicht so sehr in Gefahr. Und nächste Runde, denke ich. Ja. Offene Grenzen gegen Silber? Ich lache mich scheckig. Na bitte. Also 5 Gold pro Runde. Das, okay, das macht er tatsächlich. Ja, das ist okay. Oder? Versuchen wir es nochmal mit 6. Nein. Alles klar. Hat er sich das nochmal überlegt? Hat er vermutlich das Silber vermisst? Rom erklärt sich öffentlich für Kuala Lumpur. Oh. Und Cahokia, der Stadtstaat, ist jetzt verbündet mit Holland, sodass die auch in den Krieg gegen Caesar mit eingetreten sind. Gut. Das ist klar, das ist klar. Unser Siedler, naja, es dauert noch ein bisschen, ehe der da ist. Wir steigen hier auf jeden Fall mal auf den Hügel, sehen Diamanten. Nördlich von Rom, auf dem nächsten Hügel steigen wir auch. Und wir nähern uns mal hier der indonesischen Grenze. Das ist sicher auch interessant. So, hier wollten wir, glaube ich, ein Sägewerk errichten, genau. Ich habe mich daran erinnert, den Missionar, den schicken wir hier runter. Wo die anderen auch schon alle warten. Und dann geht's irgendwann gemeinsam los. Gemeinsam reißt es sich ja auch viel besser. So, der ist da. Der soll aber erstmal ausruhen. Und jetzt gehen wir in die nächste Runde. Wir sind auch bald so weit, dass wir unsere letzte Sozialpolitik, oh, das ist schön, investieren können im Bereich Religion. Und dann können wir ein Reformationsziel, einen weiteren Reformationsaspekt unserer Religion hinzufügen. Dann sind wir reformierte Nopisten, was das wohl bedeuten mag. Tripolis ist auf jeden Fall bereit. Sie haben das Kolosseum beendet. Wir könnten jetzt das Opernhaus bauen. Oder eine Bank. Oder eine Burg. Wobei, ich vertraue dem Frieden. Lasst uns eine Oper bauen. Speer. Herrscht hier eigentlich noch Krieg? Ja, der Krieg ist noch da. Aber irgendwie habe ich das Gefühl, hier passiert nicht so viel. Wie mir scheint. Na gut, wir gehen nochmal in die nächste Runde, beziehungsweise gucken, welche Einheiten wir jetzt noch zu bewegen haben. Okay, immerhin der Armbrustschütze ist angekommen. Und der Siedler wird dann in der nächsten Runde ankommen. Beziehungsweise wir können ihn jetzt nicht mehr befehligen. Er wird tatsächlich in der nächsten Runde ankommen und vermutlich werden wir ihn auch in der übernächsten Runde dann erst die Stadt gründen lassen können. Aber wir sind, glaube ich, ganz gut vorangekommen. Wie immer folgt jetzt eine kleine Pause. Aber dennoch denke ich, in der nächsten Staffel werden wir ganz sicher die Städte gründen können. Oh ja, hier ist ja schon der Siedler bereit. Der wird in der nächsten Runde sogar schon
die Stadt gründen können. Insofern könnt ihr, und das machen wir einfach mit diesem Video, handeln wir das mit ab, bitte Vorschläge machen für die Benennung der beiden neuen Städte, die da entstehen werden. Einmal hier die Stadt hier in Morgarten, zwischen den beiden Nopischfeldern, am Drachenkamm in der Nähe von Zürich. Und die andere Stadt, ihr kennt sie, die zwischen Adelphos und Adelphi, auf dieser Landenge, auf diesem Hügel. Dort wird die andere Stadt gegründet werden. Zwei Städte bald auf einmal. Wow, das wird unsere Macht hier nochmal enorm steigern in dieser Welt. Und für alle, die sich dafür interessieren, schauen wir nochmal ganz kurz in die Demografie. Und wir sehen auch, bevölkerungsmäßig sind wir zurückgefallen. Uiuiui. Wir sind zurückgefallen, da waren wir mal auf Rang 2, wenn ich mich entsinne. Hier sehen wir gut aus, Alphabetisierung ganz schlecht, aber ich muss mal hier gucken, denn hier sind die Zahlen doch etwas, wie ich finde, sachlicher. Gucken wir mal auf den Wissenschaftsertrag und wir sehen, wir sind immerhin auf Nummer 2 in der Welt. Also wir hinken, glaube ich, in den Technologien extrem zurück, aber wir holen auf. Wir holen auf. Gut, das als kleiner Zwischenstand. Wie gesagt, diesmal keine Beratung, weil wir haben ja noch lange nicht alles geschafft, was wir schaffen wollten. Wir müssen die beiden Städte auf jeden Fall noch gründen. Das wäre das Wesentliche. Wir sind in Richtung Wissenschaftstheorie unterwegs. Ich bitte euch, wie gesagt, um Namensvorschläge. Und dann geht's nach der üblichen Pause mit der nächsten Staffel dann weiter und mit der Gründung der beiden Städte. Ich bin schon gespannt. Bis dann, macht's gut. Euer Steinwallen.